Ja, so viel zum Spielstandladen bei The Forest. Ich hab's mal wieder versucht und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und bevor hier die Epileptiker unter euch noch einen Anfall kriegen, stoppe ich das Ganze mal. Also wir fangen jetzt einfach mal wieder von vorne an, würde ich sagen. Bis später. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Curse. Heute dabei... Surintin, hallo! Hi! Und wir zocken heute The Forest. Ja, ich denke, ich werde als Intro natürlich dann den Ausschnitt machen, den ich gerade aufgenommen habe. Ich habe natürlich versucht, meinen Spielstand zu laden, wie immer. Und ja, ich bin tatsächlich jetzt erst dazu gekommen, mir die Alpha 003 anzuschauen, um die es heute geht. Und ja, leider hat das nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Wir bekommen natürlich direkt Besuch. Ja. Dementsprechend fangen wir einfach mal wieder von vorne an. Und wir sind tatsächlich mal komplett woanders rausgekommen wie sonst. Der Typ ist mir gerade noch nicht geheuer. Später werden das wieder meine Freunde, ihr kennt das ja. Aber momentan. Jedenfalls gibt es einige Bugfixes, die ich mir auf jeden Fall mal anschauen will. Also ich kann meine Musik, die ich ja so liebe, die ich mir gleich vom Schiff direkt wiederholen werde, jetzt auch wieder ausstellen. Das heißt, sie ist nicht durchgehend nervig. Und dementsprechend für bestimmte Situationen natürlich sehr gut so gebrauchen. Ich denke auch, dass wir einen Teil vom Start hier einfach überspringen werden. Naja. Gehst kacken oder was? So, den Kollegen hier möchte ich eigentlich mal zerlegen für ein Totem. Ja, mittlerweile ist das schon gar nichts mehr Ungewöhnliches, ne? Leute zerhacken und so. Ich weiß nicht. Ich habe so viel The Forest gespielt. Komm her! Hasenbraten! Hasenbraten! Ich möchte euch übrigens an dieser Stelle, während ich hier langweiliges Zeug sammle, auch nochmal auf Surintins neues LP hinweisen. Beziehungsweise, neu ist es ja nicht mehr, aber die neueste Folge endlich draußen. Hat sich ja ein bisschen verzögert. Among the Sleep. Also ich fand's ziemlich cool, ich war begeistert. Dankeschön. Achso, falls der Sound heute etwas viel Raumanteil haben sollte, der Kommentar, dann liegt das daran, dass ich hier mit Surintin zusammen vor dem gleichen Mikrofon sitze. Und das klappt halt dann nur, wenn man sich so ein bisschen Platz lässt gegenseitig. Ja, und das ist der Grund. Ansonsten hoffe ich, dass man das trotzdem alles gut versteht und ja. So, ich brauche Loks. Wo sind die hingefallen? Nach unten. Nach unten. Nach unten. Ins Tal. Wo bin ich hier eigentlich? Hier waren wir noch nie, ne? Warst du hier schon? Ja. Also da bin ich schon mal rausgekommen. Ich glaube, du hast auch ein paar Dörfer um dich herum. Ja, das sieht so aus wie eins, aber auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall mal woanders. Andersrum muss ich natürlich erstmal schauen, wo der Strand ist. Ich brauche mein Radio. Ohne Musik geht hier nichts. Sehe ich gar nicht ein. So kann ich nicht arbeiten. Oh, aus Versehen einen Lizard erlegt. Nein, das war Absicht. Was? Und da stellst du mir jetzt Tierquälerei hier, oder was? Definitiv. Wenn du schon die Hasen die ganze Zeit tötest. Nein. Das stimmt gar nicht. Ich habe den Hasen nicht getroffen. Ich muss gleich mal meinen Koffer leer machen. Du musst gleich mal was essen. Ach, bitte. Überbewertet. Ja, muss erst mal da schauen, ne? Ach, da ist ein toter Hase. Herrlich, oder? Ne, war ein Stein. Wahrscheinlich ein Raw-Fisch. Ist doch fast der gleiche, guck mal. Ja, klar. Siehst du? Sieht aus wie ein Hase, ja, auf jeden Fall. Wie ein toter Hase, weil der bewegt sich nicht. Ja. Yeah. Ja, aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, toter, ne? Toter, harter Hase. War der harte Dudeler. Aber ne, ernsthaft jetzt mal, überlegt euch das mal bitte. Wie geil ist das denn? Ich habe mir The Forest käuflich erworben, kann der an der Entwicklung des Spiels teilnehmen und hab den, na, Rock Simulator mit eingebaut. Boah, Wahnsinn. Ist das der zwei Spiele in einem? Hammer. Also, nee, tut mir leid. Und nebenbei, ne Leute, kann man hier so bei dem Gras beim Wachsen zugucken. Ist das nicht, also ist doch, also ich bitte euch, ne? Mehr fürs Geld kriegt man sonst nirgends, ey. Nicht mal beim Mediamarkt. Ich habe ein Stöckerregal. Dafür brauche ich jetzt Stöcker, damit ich anschließend Stöcker reintun kann. Ist das geil, Alter. Yeah. Oh, ich bin, oh, herrlich. Komm, ab ins Feuer. Na? Los. Nicht ins Feuer. Genau, lauf, doch, mein Freund. Was? Du unterstützt den Hase? Ja, klar. Nee. Ich möchte das nicht.
Ja, die darfst du töten. Die sehen scheiße aus. Die sehen scheiße aus. Das ist natürlich ein Kriterium, das ist unwiderlegbar. Ja, das ist. Wo war ich denn jetzt? Du machst mich ganz wuschig. Warte. Ja, nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte irgendwas bauen. Eine Bank. Boah. Oh, herrlich. Ja, die Fallen. Ich habe echt vergessen, was ich wollte. Ach, da ist er. Small Garden. Ist da? Siehst du? Ich möchte einen Garten. So, zack. Also, oh, aber Mensch, momentan Scheiße, möchte ich nicht so bei dir einziehen. Das gefällt mir noch nicht. Viel dann zu bleib eng. Doch weg. Da kommt gerade auf Fernseher rein, dann ist das Ding fertig. Zwischendurch ist so ein, also so ein frisch gezapftes, eiskaltes Bier. Echt mal lecker. Kann ja auch ein alkoholfreies sein, ne? Ja, alkoholfreie Cocktails. Sehr lecker. Ja, es geht so. Die waren nicht so lecker bei dir. Ich weiß nicht. Also das ist so, als wenn ich für einen Orangensaft einfach 5 Euro mehr bezahle. Für was hast du das jetzt eigentlich gesammelt? Lass einfach fallen. Für später. Genau. Ich brauche das. Hat er fallen lassen. Guck. Liegt da, siehst du. Da steht was. Learn more. Zerwüll. Wieder 2 Loks. Siehst du, jetzt weißt du genau, wofür ich sie gesammelt habe. Und vorher noch quengeln. Wisst ihr? Ich hab dir so eine schöne Bank hingebaut, guck mal. Oh. Siehst du. So, reicht. Mal den Finger in die Luft halten. Wo kommt der Wind her? Ich sag, da geht's zum Wasser. Punkt. So. Oh, Spinnennetz. Jo, das ist neu. Das ist neu. Kann das ist das aber halt? Eine Mörderspinne oder so. Mal gucken. Ich bin Mörderer als diese Spinne. Ein Wasabi-Kondom. Ein Wasabi-Kondom. Leute, das ist nicht weit hergeholt. Das haben sie tatsächlich im TV gezeigt auf Pro7 bei Galileo. Um da jetzt einmal Werbung zu machen. Die verrücktesten Erfindungen der Japaner. Ein Kondom aus, also ja, was heißt aus Wasabi? Nein, ein ganz normales Kondom. Seht ihr, unten ist das Meer. Ein ganz normales Kondom. Das hat er selber gemacht. Genau, und dann mit so Wasabi-Öl bestrichen oder so. Also herzlichen Glückwunsch dem, der es ausprobiert. Ganz ehrlich. Kannst du aber treiben. Ja, der schreit auch schon, siehst du? Pedometer. Ja, okay. Es ist also tatsächlich nur ein Schrittzähler, kein Handy. Ich hab noch ein Feuerzeug. Ah. Herrlich. Ist das nicht direkt viel heller? Also ich sehe alles. Was. Es war natürlich sehr schlau, im Dunkeln loszulaufen. Natürlich. Damit ich gleich im Hellen sehe, wo ich bin. Das ist doch ganz logisch. Was hast du denn? Soll ich dir noch was sagen? Ja, bitte. Dir ist kalt, es ist dunkel, ich du hast Hunger. Mein Feuerzeug geht im Wasser nicht. Was kann ich eigentlich? Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Hamster wird bei dir sterben, oder? Ein Hamster? Ich schaff's vor dem Hamster. Hast du hier keinen Snickers? Entschuldigung, so ein Essen. Ja, und sag doch Snickers. Dann sagst du jetzt halt Mars und Nuts und keine Ahnung, Twix. Auch noch dabei. Okay. So, damit, also, ja. Soll ich jetzt noch ein Geheimnis verraten? Ja. Ich glaube, die kommen alle vom gleichen Hersteller. Ist ja egal. Oh. Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Nuts, ich warte jetzt nicht von wo, aber das Nuts von einem anderen Hersteller kommt wie der Rest. Obi. Obi? Obi. Jetzt muss aber noch einen anderen Baumarkt nennen. Tut mir leid. Karstadt, der Baumarkt. Ja, jetzt wo du jetzt sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ich bin letztes Mal noch zum Karstadt rein, hab gesagt, ich brauche unbedingt eine Dachlatte. Wie sieht's aus? 6 Meter, Leute. Hab mich gefragt, ob ich einen passenden Flatscreen dazu brauche und ja. Ich glaube, ne, hier so ein Mini-Feuer. Habe ich das noch in der Tasche, das Zeug? Och, herrlich. Brauchst du nur Blätter für? Kann ich mich schon mal aufwärmen. Ist so eine Maßnahme, oder? Definitiv. Ich muss mal gucken, geht's da hinten jetzt weiter oder nicht? Nee. Das sieht gut aus. Ich würde da mal lang. Ja. Aber ich will ja auch, ne, vergiss nicht, hier, ich muss doch zum, ne? Wohin muss ich eigentlich? Ich mache Radio. Ich will Musik. Land jetzt, voraus. Ehrlich mal, warum habe ich mir einfach direkt einen Floß gebaut? Mein Gott, ey, was ein Start. Leute, ich werde davon einen Großteil überspringen, glaube ich. Wir machen hübsch. Wir machen hübsch? Wir machen hübsch. Wir machen kurz. Wir machen hübsch. Kurz und hübsch. Ja. Also, mir geht's gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. Das freut mich. Ich meine, so ein
Ausflug im Freien, Schwimmen. Ja, bei dem Wetter ist das Schwimmen, gibt's doch nichts Geileres, nackt. Oder? Nackt. Nackt? Ja, ich weiß nicht. Schwimmt er nackt? Ja, bestimmt. Oh, da, guck mal, da steht was. Da auf der Insel. Ja. Ein Stock? Oder was ist das? Ein Hinweis. Ein Flugzeug. Nein, bei mir sage ich immer ein Hinweis, wenn ich was sehe. Ein Hinweis? Ein Hinweis. Hinweis. Kommt das nicht aus hier Thaddeus Zeug? Wie heißt das? Nein, SpongeBob. Ist das nicht von SpongeBob? Nein. Ich? Nein, ein Hinweis ist auch von Blues Crew oder so. Was für ein Ding? Ja, das ist so ein komischer Mann mit so einem komischen Hund oder so. Ein komischer Mann so mit einem komischen Hund. So ein blauer Hund. Hm. Ja. Wirsch, oder? Komischer Mann mit einem komischen blauen Hund. Vielleicht steht er auf Hunde. Meinst du, der steht auf Hunde? Ja. Hm. Ew. Ah. Das ist eklig. Ich kann nichts für deinen Kopf, Kino, tut mir leid. Ich bin gegen sowas abgehärtet. Finden wir jetzt eigentlich mal hier irgendwas? Nein. Gut. Möchtest du etwas finden? Ja. Dann spiel du weiter. Nein. Ist ja schon gut, ich schwimme ja schon. Ich wollte ja nur mal erwähnen, dieses komische Spiel, was du unbedingt spielen willst. Das spiele ich nicht. Leute, könnt ihr Syrentine in den Kommentaren bitte davon überzeugen, dass ich mit ihr zusammen vor der Facecam, ja okay, jetzt habe ich euch vergrault, verdammt. Aber von mir aus auch ohne Facecam. Mit ihr zusammen Slender The Arrival zocke? Nein, könnt ihr nicht. Sie will's einfach nicht. Aber es macht bestimmt Spaß. Ich spiele bald Outlast für euch. Was ist? Ich bin aus dem Meer gefallen, auf dem Meeresgrund, und das tat so weh, dass ich gestorben bin. Oh. Herrlich. Was passiert jetzt? Also wenn ich irgendwas zusammenschneide, dann muss das doch dabei. Ich bin mal wieder in meiner Lieblingshöhle. Oh, da bin ich aber schon rausgekommen, das schaffst du auch. Hi. Na? Guck. Hallo. Meinst du, die tun uns hi. Jetzt was? Nein, Quatsch, die sind voll lieb. Siehst du doch. Sind die geilsten. Guck mal, die schlagen auch gar nicht. Ja, irgendwie nicht, ne? Hörst du das nicht? Nein. Ich schon. Hast ich kann doch nicht mal rennen. Nein. Wovor denn? Was hast denn du? Ja, die tun gar nichts. Die sind lieb. Die ich spüre nur. Hi. Ja. So. Ich habe da mal 2 Tage überlebt, ne? Also ich werd das natürlich dann zusammen. Ich tue schon wieder. Ich rede in diese völlig übertriebene Lautstärke rein. Ich werde diese 2 Tage einfach zusammenschneiden zum Besten und dann schauen wir mal. Ansonsten werde ich dieses Spiel irgendwann so verfluchen und in meinen Bildschirm treten. Und dann einfach, ihr seht es da unten, in 9 Tagen, 1 Stunde, 9 Minuten und ein paar Sekunden mit Alpha 004 fortfahren. Jawohl. Ansonsten gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Aber, ne, ich verabschiede mich noch nicht, weil ich mache da definitiv eine Folge raus. Also für mich mache ich jetzt erstmal kurze Pause und dann fange ich nochmal an. Aber ich schneide das Ganze dann zusammen, wo ich das nächste Mal anfange. Und ich glaube, dann geht's erst weiter, wenn ich mein Radio gefunden habe. Ich werde es nicht aufgeben, Leute. Punkt. Ich brauche dieses Radio. Es ist überlebenswichtig. Wichtiger als Nahrung, als was? Trinken, als alles. Auch als Scheißen. Dieser Fäkalhumor, ne? Aber ist ja egal. Ich mag's. Ich mag's. Ja, ne, also bis gleich, Leute. Bis gleich. Tschüss.